Herr Schlamp, was ist aus Ihrer Sicht ein guter zeitgemäßer Fremdsprachenunterricht? Oh, das ist jetzt eine Frage, da brauche ich viel Zeit. Wenn ich das kurz zusammenfassen soll, dann Unterricht, der ja eben aus der Kultur der Digitalität entspricht. Entschuldigung, ich habe zu Hause ein Phrasenschwein, da schmeiße ich was rein nachher. Das heißt, sehr, sehr kollaborativ, kommunikativ, ganz, ganz wichtig. Und dass wir aber auch immer im Hintergrund haben, dass die SchülerInnen kritisches Denken wirklich trainieren müssen, dass sie mit den Bedingungen der Digitalität umgehen müssen, dass sie verstehen müssen, was ein Algorithmus ist, dass sie online arbeiten müssen, dass sie werten können, einschätzen können und das alles eben dann dennoch die Inhalte des Lehrplans erfüllend. Für viele Lehrkräfte ist es ja gerade schwierig, aus dem Wust der Online-Angebote und Apps so das Passende für sich zu finden. Was empfehlen Sie da? Zwei Dinge. Es gibt wirklich wahnsinnig viel. Es gibt aber viele Möglichkeiten, sich schon zu informieren. Und einmal gibt es diese mobile Schule zum Beispiel als Fortbildungsstätte, die sehr, sehr viele Angebote hat, wo viele Lehrkräfte, also nur Lehrkräfte, als Referenten fungieren und dort wirklich konkret aus dem Unterricht berichten. Gibt es viele kostenlose Angebote auch. Und dann ganz, ganz dringend Twitter. Also ich empfehle wirklich Twitter mit dem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer, TWLZ. Dort kann man sich einen anonymen Account machen, ohne Profilbild oder sonst irgendwas. Und da gibt es eine sehr, sehr aktive deutschlandweite Community, die andauernd Ideen teilen, die helfen, die Fragen beantworten, die, wenn sie in Unterricht irgendwie was Tolles machen, das dann auch da reinschreiben, guck mal, wollt ihr nachmachen und so. Und da findet man wahnsinnig viel. Und wenn man überhaupt noch nichts gemacht hat, dann langsam anfangen, sich nicht übernehmen, eine Sache mal ausprobieren, testen, zwei Sachen ausprobieren und vor allem zusammenzuarbeiten, kommunizieren, sharing is caring, Materialien teilen, erstmal Materialien von anderen nehmen und dann irgendwann zurückgeben. Da gibt es wirklich eine sehr, sehr aktive Community bei Twitter und auch schon in den Lehrerzimmern teilweise. Sie geben ja auch Workshops. Wo liegen aus Ihrer Sicht bei den Lehrkräften noch so die größten Herausforderungen? Was sind so die häufigsten Fragen vielleicht auch im Anschluss? Oh, das ist schwierig. Also Fragen sind oft zu bestimmten technischen Dingen, ganz normal. Wie hast du das gemacht? Wie funktioniert das? Wo muss ich da hinklicken? Die größten Herausforderungen meiner Meinung nach sind, und das ist auch mit eine Schuld von Corona oder den Entwicklungen letzten zwei Jahre, dass viele meiner Meinung nach das falsche Verständnis haben von dem, was wir jetzt machen müssen. Es geht nicht darum, mit Apps zu arbeiten, sondern es geht darum, diese Phrasenschwein-Digitalität in irgendeiner Form in den Unterricht reinzubringen, dass wir mehr kommunizieren miteinander, dass wir mehr wirklich kollaborieren, zusammenarbeiten, Verantwortung übernehmen für unser Handeln, Verantwortung delegieren, aber trotzdem auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten, dass wir das kritische Denken, das Verstehen dieser ganzen Prozesse, dass Algorithmen quasi unser Leben steuern, dass wir das in die Kinderköpfe reinbekommen. Und das geht nicht darum, mit einem App, mit einem Tablet tolle Sachen zu machen, sondern das Tablet für sowas unterstützend zu nutzen oder digitale Angebote, Online-Angebote für sowas unterstützend zu nutzen. Aber der Kern des Ganzen muss sein, dass wir verändert unterrichten, anders unterrichten und nicht jetzt sagen, oh, ich habe ein Tablet, ich bin toll. Stichwort Corona, plötzlich waren ja viele Lehrkräfte mit ihren SchülerInnen dann eben im Distanzunterricht. Wenn diese Situation jetzt noch einmal käme, glauben Sie, die Lehrkräfte wären besser darauf vorbereitet? Es geht gar nicht so darum, dass die Lehrkräfte vorbereitet sind. Die sind, glaube ich, großteils schon vorbereitet, könnten einiges, haben mehr Ideen. Was wir mehr brauchen, sind Konzepte der Kultusministerien oder Konzepten der Schulträger. Ja, wer auch immer gerade entscheidet, was in einer Schule passiert, die müssen ein vernünftiges Konzept oder die Schulen selber oder müssen den Schulen die Möglichkeit geben, ein vernünftiges Konzept zu machen. Ich habe selber in näherer persönlicher Umgebung eine Schule erlebt, die hat im ersten Lockdown gesagt, wir machen ganz, ganz viel Eigensteuerung, Selbstkompetenz der SchülerInnen. Das hieß, Freitagabend oder Sonntagabend kam ein PDF mit einem Stundenplan für die ganze Woche und da sollten sie alles machen, komplett alleine und nichts ist passiert. Zweite Konzept, was dann im zweiten Lockdown kam, war das genaue Gegenteil, 6 Stunden am Tag Online-Konferenz mit 30 SchülerInnen. Und das ist beides natürlich komplett falsch. Und dann muss ich eine Mischform finden mit interessanten Aufgaben, mit Videokonferenzen, mit 30 Minuten, mit 10 SchülerInnen und oder wie auch immer, was halt für mich gerade passend ist, aber eben vom Schüler aus gedacht, von der Schülerin gedacht. Und diese Konzepte muss die Schule bereitstellen und muss die Schule entwickeln und nicht wieder sagen, so, jetzt macht's halt einmal. Abschließend noch eine Frage jetzt speziell zum Fremdsprachenunterricht. Auch jetzt in Ihrem Workshop gibt es so ein, zwei Anwendungsbeispiele, die Sie besonders passend finden für den Fremdsprachenunterricht?
Ja, also was ich momentan sehr gerne nutze, sind drei Sachen. Einmal den Book Creator Online, weil ich da eben die SchülerInnen in die Lage versetzen kann, ganz einfach selber ein E-Book, ein multimediales E-Book mit Text, mit Sprachproduktion und so weiter, selbst erstellen zu lassen, ohne dass sie sich irgendeinen Account erstellen müssen, ohne dass sie irgendwo einwählen müssen. Was ich sehr gerne nutze, ist sowas wie Siob, wo ich Instagram, Snapchat, Social Media Geschichten simulieren kann, ohne dass ich die Accounts der SchülerInnen nutze, aber ich nutze eben die Kommunikationsform, die sie heute nutzen. Und dann ganz neu ist Taskcards. Die sind großartig. Das ist eine DSGVO-konforme Online-Plattform, die funktioniert wie eine andere aus Amerika, die wir alle kennen, aber Taskcards ist eben deutsch, schöner, entspricht den Regeln und hat vor allem die Möglichkeit, dass ich Videokonferenzfenster einbauen kann, wo die SchülerInnen sich dann egal wann auch treffen können und ohne Account, Zugang, sonst irgendwas einfach kommunizieren können.